Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 10. Lesung Babylon, Mysterien, Religion, das Buch, das Ralph Wutrow 1966 veröffentlicht hat, das er in den 1990er Jahren dann zurückgezogen hat. Das ist immer noch eine der größten Kontroversen über dieses Buch. Ihr hättet euch mal den, wie man so schön sagt, Shitstorm anschauen sollen, an Kommentaren, die ich auf der ersten Lesung von diesem Buch in Englisch bekommen habe und dann auch später, als ich das Video gemacht hatte, A Weak Retraction, also eine schwache, wie nennt man das, Zurückziehung, also nach dem Motto, er hat sein Buch ja sich davon distanziert, also eine schwache Distanzierung von diesem Buch gemacht, da habe ich ein extra Video gemacht, aber dafür Kommentare teilweise mit beikamen. Es sind immer dieselben, es sind auch immer dieselben, die sich solche Videos anschauen wie dieses hier und die dann kommentieren über die Fakten hinweg. Die einfach nicht akzeptieren wollen, dass es bestimmte Fakten gibt, die alles das bestätigen. Und zwar Fakten, ich spreche jetzt nicht mal aus der Bibel, weil da sind immer noch viele Leute, die meinen ja, die Bibel, das ist ja nur ein Buch, das kannst du ja nur glauben. Da stehen ja keine Fakten drin. Darüber diskutiere ich gar nicht mal. Aber es gibt Leute, die selbst nicht glauben, wenn die römisch-katholische Kirche die Dinge selbst veröffentlicht. Und genau zu solchen Leuten in einem gewissen Maße zählt auch der Autor dieses Buches, Ralph Wutrow. Weil schließlich hat er in vielen, vielen Stellen dieses Buches die römisch-katholische Enzyklopädie und die Encyclopaedia Britannica und andere Lexika und Enzyklopädien zu Rate gezogen und deren Publikationen als Brunnen angegeben in seinem Buch. Und es gibt wirklich Leute, die glauben die Sachen selbst nicht, wenn ihr sagt, hier, das schreibt die römisch-katholische Kirche selber, schwarz auf weiß. Das ist ihr Dogma, das ist ihre Lehre. Und wenn ihr das nicht glaubt, nach der römisch-katholischen Kirche, wenn ihr Katholiken seid und ihr glaubt das nicht, ihr bezweifelt das, dann seid ihr verflucht. Die römisch-katholische Kirche hat am Ende des Vatikanischen Konzils in Trient 1545 bis 1563, also am Ende des Trienter Konzils, 125 Verfluchungen ausgesprochen gegen einen jeden, der ihre Dogmen festgelegt in diesem 18-jährigen Konzil in drei Sitzungen nicht glaubt. Das betrifft nicht nur Protestanten, das betrifft nicht nur die sogenannten Heretiker, das betrifft einen jeden. Deswegen geht die römisch-katholische Kirche auch oftmals sehr schwer vor gegen Liberale in ihren eigenen Reihen, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Das haben wir gelesen in Hinter den Diktatoren zum Beispiel, wie das Dritte Reich ja eben auch Menschen aus der römisch-katholischen Kirche in Deutschland verfolgt hat. Ja, Hitlers Kampf gegen die Kirchen, weil eben auch die Liberalen in der eigenen Kirche bekämpft werden. Und dann gibt es Leute, die schauen sich Videos wie dieses hier an und sagen, der Jörg, der kann hier Fakten nennen, von hier bis da, das interessiert mich nicht, das ist doch alles nicht wahr. Das sind Leute, die ziehst du aus der Dunkelheit in das gleißende Sonnenlicht um 12 Uhr mittags, keine Wolke am Himmel, und die sagen dir, nö, gibt keine Sonne. Ja, mit solchen Leuten kann man nicht in den Krieg ziehen. Und wir sind hier in einem Krieg, deswegen mache ich dieses Video auch. Wir sind hier in einem Krieg unseres Herrn Jesus Christus gegen den Teufel. Wir sind Jesus Christus seine Streiter in diesem Kampf. Und wir führen das Schwert, das er uns in die Hand gibt, nämlich das Wort Gottes. Und das ist pure Wahrheit. Mehr Wahrheit, als dieses Buch es jemals sein kann, was wir jetzt lesen. Aber das andere Buch, die Bibel, haben wir immer dabei mit in der Hand. So, das war eine kleine interessante Einleitung, finde ich persönlich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der 10. Lesung des Buches Babylon, Mysterien, Religion oder Babylon, Mysterien, Religion. Das hat ja einen anderen Titel. Wie heißt das denn überhaupt? Habe ich doch hier auf dem Bild stehen. Die römische Kirche, Mysterien, Religion aus Babylon. Also, viel Spaß dazu. Kapitel 9 beginnen wir heute. Das heißt religiöser Betrug. Das Geschäft mit Wallfahrt und Ablass. Na, da haben wir ja gleich die Idee, dass hier wahrscheinlich auch Martin Luther zur Sprache kommt, weil wenn einer den Ablass in der römisch-katholischen Kirche öffentlich, weltweit wirklich angeprangert hat, dann war es der Gründer der Reformation auf deutschem Boden, der Augustinermönch Martin Luther. Aber lassen wir uns überraschen, was der Autor zu sagen hat. Der Verkauf von Reliquien. Kirchenämtern, das nennt man Simonie, ja,
Kirchenämter zu kaufen. Das kommt von dem Simon aus Apostelgeschichte 8, Simon der Zauberer. Und von Ablässen entwickelte sich innerhalb der Kirche des Mittelalters zum großen Geschäft. Antichrist Papst Bonifatius VIII. Verkündete für das Jahr 1300 ein Jubeljahr und bot jenen großzügige Ablässe, die bereit wären, eine Pilgerreise nach dem Petersdom in Rom zu unternehmen. Ich wollte hier eigentlich noch einen Film abspielen von meiner Originallesung in Englisch, das machen wir dann hier mal nebenbei. Also, dieser Papst Bonifatius VIII., den kennt ihr natürlich alle, weil ich ihn immer wieder erwähne aus dem, was er getan hat, 1302, da hat er nämlich eine Bulle erlassen mit dem Namen Unam Sanctam, die einzig Heilige, in der die römisch-katholische Kirche als päpstliches Dogma stellt, dass es unerlässlich ist, für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Wer das nicht ist, dessen Seele ist verloren. Und da seine Seele verloren ist, sind das sowieso schon tote Menschen. Und tote Menschen darf man hier auf dieser Welt auch ihres weltlichen Lebens berauben. Und das ist im Grunde die Grundlage für die Inquisition auch gewesen. Aber lesen wir weiter, was der Autor sagt. Etwa 2 Millionen Menschen kamen und legten solche Unmengen von Schätzen vor das angebliche Grab des heiligen Petrus nieder, dass 2 Priester Tag und Nacht damit beschäftigt waren, mit Härken das Geld zusammenzurechnen. Ein großer Teil davon wurde dazu verwandt, die eigenen Verwandten des Papstes, die Gaetani, zu bereichern, die sich im Latinum zahlreiche Schlösser und prachtvolle Güter erwarben. Dies wurde ihm von den Einwohnern von Rom sehr übel genommen. Ja, warum das denn? Seit den Tagen Konstantins wurde die römische Kirche sehr schnell immer reicher. Im Mittelalter besaß die Kirche ganze Städte und weite Landstriche. Man forderte von denen, die auf katholischem Land lebten, dass sie Steuern an die Kirche zu zahlen hatten. Es handelte sich dabei nicht um ein Geben vom Herzen, sondern um eine Notwendigkeit, diese Gebühren zu bezahlen. Ein Prinzip, das der Apostel Paulus ablehnte, wie wir im 2. Korintherbrief 9, Vers 7 nachlesen können, wo geschrieben steht, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja? Gib freiwillig und nicht aus der Notwendigkeit oder dem Zwang heraus. Damals konnten nur wenige Menschen schreiben. So wurde oftmals ein Priester eingeschaltet, Testamente zu entwerfen. Im Jahr 1170 verordnete Antichrist Papst Alexander III., dass niemand mehr ohne die Gegenwart eines Priesters ein gültiges Testament schreiben durfte. Das muss man sich mal vorstellen. Ohne Gegenwart eines Priesters ist ein geschriebenes Testament null und nichtig, weil nämlich, wenn der Priester da nicht bei ist, die Kirche nicht berücksichtigt wird. Jeder weltliche Notar, der ein Testament entwarf, sollte exkommuniziert werden, es sei denn, es geschah unter den vorher beschriebenen Bedingungen. Es war oft der Fall, dass der Priester die letzte Person war, die sich am Sterbebett eines Menschen aufhielt. Denn er war es, der die letzten Riten, das heißt die letzte Ölung, vollzog. Ja, die letzte Ölung ist eins der 7 falschen Sakramente der römisch-katholischen Kirche, die nicht in der Bibel stehen. Ohne diese Sakramente, so die Lehre der römisch-katholischen Kirche, gibt es keine Rettung. Wenn, das möchte ich da mal eben zufügen, die römisch-katholische Kirche spricht, dass sie sagt, es müssen Werke geschehen, die zur Errettung notwendig sind, dann spricht die römisch-katholische Kirche von diesen 7 Sakramenten. Das sind die Seligmachenden, das sind die erlösenden Werke der Kirche. Wobei die Bibellehre ganz klar sagt, durch Gnade seid ihr errettet, das nicht durch euch selbst, auf das niemand sich brüste. Nun, so gaben die Menschen auf ihrem sterbenden Bett allen oder den größten Teil ihres Besitzes der Kirche, um weniger Zeit im Fegefeuer, was auch eine römisch-katholische Lüge ist, zu verbringen. Können Sie sich vorstellen, wie reich die Kirche durch diesen Verrat geworden ist? Können Sie jetzt sehen, warum die römisch-katholische Kirche, nun der Protestantismus tot ist, alles von uns allen zurückbekommt durch Steuern und Abgaben? Ich meine, wir müssen das wirklich mal ganz
deutlich verstehen, was hier jetzt drin steht. Weil die protestantischen Kirchen den Antichristen nicht mehr mit dem Papst identifizieren, wie alle, ausnahmslos alle Reformer des 16., 17., 18. und 19. Jahrhunderts getan haben, haben wir uns in römisch-katholischer Sicht geirrt und müssen ihren gesamten Reichtum seit der Reformation wiederherstellen, weil wir haben damals mit der Reformation dem Papst Dinge genommen, von denen er meint, dass sie ihm gehören. Nur wir meinen, dass sie nicht ihm gehören, weil wir der Meinung sind, dass die Bibel uns ganz deutlich lehrt, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Jetzt mit der ökumenischen Bewegung und der akzeptierten Zukunftslehre des Antichristen überall in der Welt wird also ganz deutlich gesagt, der Papst ist nicht der Antichrist, ja, dann müsst ihr ihn auch wieder in alter Glorie herstellen. Kleiner Tipp von mir, geht mal zu Tom Fresses Rome and Civil Liberty in First Amendment Radio auf der Spielliste in YouTube und dann erhaltet ihr eine Geschichtsstunde wie niemals zuvor. Fügt dazu dann noch seine frühere Lesung des Global Vatican, die ich übrigens auf meinem Vimeo-Kanal habe, die ich auf meinem BitChute-Kanal komplett hochgeladen habe, alle 99 Lesungen hinzu, die man auch in den Archiven des YouTube-Kanals von First Amendment Radio und wie gesagt bei mir findet. Und dann werdet ihr deutlich sehen, wer der Feind der Menschheit heute und historisch ist. Und hier habe ich dann noch einen Link gemacht für First Amendment Radio Spielliste. Aber wie gesagt, Vimeo und BitChute sind unter der in der Beschreibungsbox dieses Videos auch verlinkt. Und da könnt ihr euch das auch anschauen, die Lesung zu dem globalen Vatikan. Ob es das Buch jemals in Deutsch gibt? Als PDF gibt es das inzwischen, dank Eric777, der das Buch eingescannt hat und auf archive.org zur Verfügung gestellt hat. Also kann jeder das schon mal frei lesen, das ist ja auch schon mal was. Ja? Also, nochmal eben diesen Kommentar eben kurz überlaufen. Die letzte Ölung ist eins der sieben falschen Sakramente, die nicht in der Bibel stehen. Ohne diese Sakramente, sagt die römisch-katholische Kirche, gibt es keine Rettung. Hier im Bild sehen wir das übrigens gerade, wo die letzte Ölung zugefügt wird, die in der Bibel übrigens, wie ihr hier in Englisch sehen, ja, formerly known as the last rites or extreme unction. Das heißt, das ist bei der in der Bibel ist das nicht die letzte Ölung, sondern ist das die Salbung der Kranken, wie es da drin steht. Und das formt die römisch-katholische Kirche natürlich um. Ne? Das ist eben eins der Sakramente. Ohne das gibt es keine Erlösung in der römisch-katholischen Kirche. Und natürlich behauptet sie heute eben, weil wir in der Reformation all diese Dinge von der römisch-katholischen Kirche weggenommen haben, müssen wir ihr das ja also auch wiedergeben. Und deswegen leben wir in der Welt, in der wir heutzutage leben. Also, es war oft der Fall, sagt der Autor, dass der Priester die letzte Person war, die sich am Sterbebett eines Menschen aufhielt. Teilweise, das müsst ihr euch mal vorstellen, und das ist oft dokumentiert, wir haben das gelesen in Griesingers Buch, das könnt ihr nachlesen bei Die Frau und das Tier von Dave Hunt und in vielen anderen Büchern auch, dass der Priester teilweise die Angehörigen rausgeschmissen hat aus dem Sterbezimmer, um mit dem Sterbenden allein zu sein, um dem dann im Grunde alles zu nehmen, was er hat. Mit anderen Worten, dafür zu sorgen, dass derjenige alles der Kirche überschreibt. Ja? Und von daher war also der Priester die letzte Person, die sich am Sterbebett eines Menschen aufhielt, denn er war es, der die letzten Riten, also diese letzte Ölung, vollzog. Durch diese Praxis wurde die römische Kirche nicht nur stets gut bedient, durch diese Praxis wurde die römische katholische Kirche unermesslich reich an weltlichen Gütern. Das wollen wir doch mal eben festhalten. An weltlichen Gütern hat sie hier genug. Und es gibt doch, ich glaube, das ist auch in Apostelgeschichte. Ich habe jetzt aber die Bibel nicht aufgeschlagen und ich habe meine Buchbibel nicht hier. Die liegt im Wohnzimmer. Kann ja mal jemand nachschauen. Es steht in der Apostelgeschichte geschrieben, wenn ich nicht verkehrt bin, dass Petrus noch sagt, Gold und Silber habe ich keins, aber in geistigen Dingen bin ich reich, wo er irgendwie gefragt wird, da um irgendwie Geld zu spenden oder sowas. Sehr interessante Sache. Genau der Gegenteil von dem, was die römisch-katholische Kirche sagt. Die geistlichen Gewinnen überhaupt nicht will, aber weltlichen Gewinn um jeden Preis. Und die letzte Ölung ist eins der Beispiele genau dafür. Tja, und die Idee des Fegefeuers hilft dann natürlich auch, das zu bekommen. Und die Praxis des Ablasses hilft auch, die Leute schon zu Lebzeiten arm zu machen. Eine weitere Geldeinnahmequelle, neben also der letzten Ölung, war der Verkauf von Ablässen.
Die katholische Enzyklopädie, also wieder einmal sehen wir hier, das ist die Kirche selbst, die es sagt, die erklärt hier, dass Sünden, die nach der Taufe, für einen Katholiken normalerweise Kindstaufe, begangen werden, durch das Sakrament der Buße vergeben werden können. Wobei die göttliche Gerechtigkeit jedoch eine zeitliche Bestrafung verlangt. Ah ja? Also entweder ist etwas vergeben oder es ist nicht vergeben. Nach der römisch-katholischen Kirche verlangt die göttliche Gerechtigkeit eine zeitliche Bestrafung, das heißt eine Bestrafung hier auf Erden. Keine Vergebung aufgrund von Reue, sondern nur Vergebung, wenn doch noch Strafe kommt. Und natürlich, das wissen wir alle, wie sind die meisten Strafen in unserer Welt? Finanziell. Du zahlst eine Buße für zu schnell fahren, du zahlst ein Bußgeld für dies, du zahlst ein Bußgeld für das, das ist alles noch nicht anders. Das sind die Ablässe in der heutigen Welt. Ja? Und diese Forderung muss entweder im gegenwärtigen Leben, also hier in diesem weltlichen, oder in der zukünftigen, im geistigen, im Fegefeuer erfüllt werden. Der Fegefeuer ist natürlich die römisch-katholische Lehre. Also entweder bezahlt man das hier oder man bezahlt es da. Da ich aber im Fegefeuer kein Geld mehr habe, das ich dem Papst geben kann, deswegen bietet der Ablass dem büßenden Sünder die Entlastung von der Schuld während des Erdenlebens an. Und dann kann ich sagen, von okay, jetzt laufe ich hier doch von den Schulden befreit rum. Viele wissen nur im Allgemeinen, was das Wort Ablass eigentlich impliziert. Ein weiteres, was nicht bekannt ist, ist die Grundlage, auf der nach katholischem Glauben solche Ablässe gewährt werden. Nach der katholischen Enzyklopädie ist die Basis für Ablässe der sogenannte Schatz. Ja, der Schatz. Und wer sind die Wächter des Vatikanschatzes? Ja, diese Lesungen sind immer, man muss das eine Buch kennen, um das andere dann auch mal zu verstehen. Die Rothschilds sind die Wächter des päpstlichen Schatzes. Es ist eine etwas merkwürdige Festfortsetzung des Versuchs, einen katholischen Konkurrenten für die Rothschilds zu gründen, seit letztere die Wächter des päpstlichen Schatzes sind. So ist es übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche, wie wir hier im Bild das Englische sehen, wie wunderbar es hier zusammenpasst mit der Lesung. Aus der Jewish Encyclopedia, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ja? Also, das ist die Basis für den sogenannten Schatz. Und der wird eben verwaltet von den Rothschilds, die päpstliche Ritter sind. Der Schatz hier, der schließt das unermessliche große Erlösungswerk Christi ein, der die Sühnung für Sünden ist. Denn außerdem, beachten Sie dieses Wort, sind da die versöhnenden Werke der gesegneten Jungfrau Maria, die von Strafen, die für Sünden verhängt worden sind, nicht vermindert werden können und die Tugenden, Bußübungen und Leiden der Heiligen, die jegliche zeitliche Strafe, die diese Diener Gottes erlitten haben könnten, weit übersteigen. Also, dieser Schatz schließt das unermesslich große Erlösungswerk Christi ein, der die Sühnung der Sünden ist. Die Bibel ist hier ganz deutlich im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2 und sagt, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da steht nichts von Maria. Steht da bei Johannes bei, dass hier auch noch die Tugenden, Bußübungen der Leiden der Heiligen, die jegliche zeitliche Strafe, die sie Gottes erlitten haben können, weit übersteigen, dass das durch Maria die versöhnenden Werke da noch eingreifen müssen? Na, komischerweise, wenn ich mich richtig erinnere, war doch Johannes derjenige, dem die Betreuung von Maria auferlegt wurde, oder? Hat Jesus nicht Johannes gebeten, sich um Maria zu kümmern? Warum schreibt er das denn dann nicht in seinem Brief? Eine interessante Frage, ne? Die Antwort ist ganz einfach. Es ist eine römisch-katholische Erfindung. Nun, aufgrund der Werke, die diese vollbracht haben, also die Heiligen, ist ein Extravorrat oder ein besonderer Schatz an Verdiensten vorhanden. Ja, also mit anderen Worten, diese Heiligen aus der römisch-katholischen Kirchenlehre, die machen so viele gute Werke, dass sie nicht nur sich selbst retten können, sie brauchen also keinen Erlöser, sie brauchen keinen Jesus Christus anscheinend, sondern sie haben dann so einen Überschuss an guten Werken noch, der weggelegt wird. Und wenn man darum bittet, kann man das eben auch bekommen. Kann man einen Teil von diesen guten Werken oder besser gesagt dem Resultat dieser guten Werke für sie
auch noch bekommen. Aufgrund der Werke, die diese Heiligen vollbracht haben, ist ein Extravorrat oder ein besonderer Schatz an Verdiensten vorhanden. Verdienste, meine Lieben, die es möglich machen, dass Kirchenglieder, die nicht so heilig gewesen sind, Anteil daran bekommen durch Ablässe. Ich kann mir also das erkaufen, was die anderen zu viel produziert haben. Dies war die Lehre, die in der Bulle Unigenitus des Antichristen Clemens VI. Im Jahre 1343 dogmatisch festgehalten wurde. Zitat: Nach dem katholischen Dogma sind also die Quellen der Ablässe die Verdienste Christi und die der Heiligen. Wenn aber Christus die Sühnung für unsere Sünden ist und sein Blut uns reinigt von aller Sünde, in welcher Weise könnten die Verdienste Marias oder anderer Heiliger dazu beitragen? Lesen wir doch mal, was die Bibel dazu sagt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 und Kapitel 2, Vers 2 steht geschrieben: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist aus diesen zwei Versen hier wohl zusammengefügt, denke ich mal, sonst hätte ich bei 2,2 noch was geschrieben. Nun, das, was Maria oder andere Heilige taten, kann nichts zu dem vollendeten Werk Jesu auf Golgatha hinzufügen. Na, Jesus hat am Kreuz selber noch gesagt, es ist vollbracht. Er hat es komplett vollendet. Er braucht keine Hilfe von Maria, er braucht keine Hilfe von irgendwelchen späteren sogenannten Heiligen, die keine Heiligen sind, weil die Heiligen der römisch-katholischen Kirche sind Tote und die Heiligen in der Bibel sind die Lebenden. Ja? Das, was Maria oder andere Heilige also später noch taten, kann nichts zu dem vollendeten Werk Jesu auf Golgatha hinzufügen. Uns liefert dieses Gerede keine Grundlage für die Ablasslehre, sondern es wird als Menschenwerk erkannt. Es ist kein Wunder, dass die Ablassidee zu vielerlei Missbrauch geführt hat, da sie einer festen biblischen Grundlage entbehrt. Da die Gewährung eines Ablasses gewöhnlich mit Geld in Verbindung stand, finden wir in der katholischen Enzyklopädie Aussagen wie, Zitat, die Anwendung war äußerst gefahrvoll und wurde bald zu einer ergiebigen Quelle des Bösen. Ein Mittel, Geld anzuhäufen, Ablässe wurden für geldgierige Klerikale ein Mittel, sich finanziellen Gewinn zu verschaffen. Missbräuche waren weit verbreitet. Ende Zitat. Einer der Missbräuche war der, dass diejenigen, die Ablässe an Sünder verkauften, selbst noch größere Sünder waren. Etwa im Jahr 1450 beschwerte sich Thomas Gascoigne, der Kanzler der Universität von Oxford, dass Ablassverkäufer durch die Lande ziehen und einen Begnadigungsbrief ausstellen würden, mal für 2 Pence, mal für ein Glas Bier, für eine Prostituierte oder für sonstige fleischliche Liebe. Hierunter finden wir ein Bild des Ablassverkaufs aus dem 16. Jahrhundert und gehen in das nächste Thema hinein, das ich ja bereits angekündigt hatte, Luther, der Reformator gegen Tetzel, den Ablassverkäufer. Und hier im Video sehen wir dasselbe Bild eingeblendet. In der Zeit Martin Luthers führte der Papst wegen Bauarbeiten am Petersdom eine besondere Kampagne durch, um durch die Gewährung von Ablässen Geld zu erlangen. Weil so ein Palast bauen kostet Geld und wenn man sich St. Peter mal angeschaut hat, dann weiß man, das war nicht billig. Johann Tetzel, bekannt als ein Mann mit schlechten Manieren, aber mit den guten Fähigkeiten eines Quacksalbers Geld anzuhäufen, wurde ernannt, in Deutschland Ablassbriefe zu verkaufen. Tetzel war übrigens ein Dominikaner und von daher gehörte er der Inquisition an. Das folgende ist ein Augenzeugenbericht über Tetzels Auftreten in einer deutschen Stadt. Zitat: Als der Ablassverkäufer sich der Stadt näherte, trug er die Bulle auf einem Stück Stoff aus Samt und Gold vor sich her und alle Priester und Mönche, der Stadtrat, die Lehrer und ihre Schüler und alle Männer und Frauen traten auf die Straße und bildeten eine lange Prozession, um ihn mit Bannern und Kerzen und Liedern zu begrüßen. Dann begleiteten sie ihn mit klingenden Schellen und Orgelspiel zu der Hauptkirche. Dort war ein Kreuz in der Mitte der Kirche und das Banner des Papstes aufgestellt. Kurz, man meinte beinahe, Gott selbst würde empfangen. Vor dem Kreuz stand eine große eiserne Kiste für das Geld
und die Leute wurden nun auf vielerlei Art und Weise dazu angehalten, Ablassbriefe zu kaufen. Ende Zitat. Es heißt, dass Johann Tetzel ein Bild des Teufels, der Seelen im Fegefeuer quälte, mit sich führte und dass er häufig die Worte, die auf der Geldkiste standen, wiederholte. Sobald der Pfennig im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Die Reichen spendeten reichlich, wobei von Armut geprüfte Bauern das gaben, was sie konnten, um den von ihnen geliebten Menschen im Fegefeuer zu helfen oder um wegen ihrer eigenen Sünden Gnade zu bekommen. In mittelalterlichen Universitäten war es üblich, dass derjenige, der für bestimmte Meinungen eintreten wollte, öffentlich Thesen seiner Vorstellung aushing und zur Diskussion über diese Thesen einlud. Nach diesem Brauch nagelte Martin Luther seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Schaut mal eben hier in dem Video, das Bild, das wir hier sehen, das ist ein Original, ein Originalablassbrief aus dem 16. Jahrhundert von 1517, gezeichnet von Johann Tetzel. Inwieweit das nun tatsächlich echt ist oder nachgemacht, das weiß ich nicht, aber so in der Hinsicht wird das ausgesehen haben. In Vollmacht, und dann haben wir hier die gekreuzten Schlüssel und die Tiara des Papstes natürlich, in Vollmacht aller Heiligen und in Erbarmung gegen dich absolviere ich dich von allen Sünden und Missetaten und erlasse dir alle Strafen auf 10 Tage. Also mit anderen Worten, hier werden sogar zukünftige Sünden erlassen. Ich kann also am nächsten Tag hingehen und, wie sie die römisch-katholische Kirche selbst sagen, das bin ich, der das sagt, ich kann sogar hingehen und kann die heilige Jungfrau Maria vergewaltigen und die Sünde wird mir vergeben. Ja? Das sagt die römisch-katholische Kirche selbst. Die haben Ablassbriefe dafür verkauft, dass man sogar die heilige sogenannte Maria vergewaltigen konnte und selbst das wurde vergeben. Ja? Also mit diesem Brief hier habe ich 10 Tage, lebe ich 10 Tage sündenfrei. Do as thou wilt shall be the whole of the law, nannte man das später. Ja, nun, aber da hätte ich mal eine Frage zu. Ja. Na. Man hat ja da wenigstens irgendeinen Gegenwert bekommen. Wenn ich heutzutage jetzt Kirchensteuer bezahle, dann was bekomme ich dafür? Also von daher war ja früher dann doch irgendwie alles besser, oder? Naja, du zahlst ja heute auch Steuern dafür, dass du überhaupt leben darfst in diesem Land, in dem du dann Steuern zahlst. Du darfst die Luft atmen, du darfst das Benzin kaufen, die Autos kaufen. Naja, ja, aber, die ist ja, keine, ja, aber die ist ja an keine Leistung geknüpft. Und hier bei den Ablassbriefen, da habe ich ja eine gewisse Gegenleistung. Also auf dem Papier zumindest. Ja, ja, ist über die Sünde. Das ist jetzt überhaupt nicht sarkastisch gemeint. Es ist halt tatsächlich so, man hat ja damals eine Leistung dafür bekommen. Naja, dann sagen wir es doch mal so. Heute zahlst du deine Steuern und gehst dafür gratis in die Kirche, gehst zum Priester und erzählst ihm deine Sünden. Und dann wird er dir deine Sünden erlassen für noch 10 Ave Maria da oben drauf und dann ist das halt ein kleines bisschen verändert. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Verstehst du? Ja. Ja, ich verstehe das schon. Aber das Problem, glaube ich, ist, dass viele glauben, dass aus der Kirchensteuer halt alles Mögliche bezahlt wird, was ja nicht so ist. Na, der Punkt ist doch der folgende. Es gab im Mittelalter keine Kirchensteuer. Nennen wir doch mal bitte das Kind beim Namen. Es gab im Mittelalter keine Kirchensteuer und die Kirche musste irgendwie zu Geld kommen. Die Kirche konnte nur zu Geld kommen durch diese Ablässe. Heutzutage kommt die Kirche zu Geld durch Steuer einzuziehen. Es geht der Kirche doch nicht darum, um dich von Sünden zu erlassen. Das kann sie sowieso nicht. Das kann nur Jesus Christus. Es geht ihr nur, um zu Geld zu kommen. Und sie verkleiden es halt anders. Was sie damals verkleidet haben als Sündenerlassverkauf, das ist ein Ablass ja nur. Heute sagen sie einfach von, ja, du musst einfach deine Steuern zahlen. Ja, entzieh dich dann dem. Dann wirst du schon merken, welche Reperkussionen, also welche Zurückschläge man dafür bekommt. Ne? Also im Grunde hat sich überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, es ist sogar noch schlimmer geworden. Damals wurden einem zumindest noch die Sünden dafür vergeben. Heute werden mir noch nicht mal die Sünden vergeben. Ich muss die Steuern bezahlen und wenn ich dann gesündigt habe, muss ich immer noch zum Priester gehen und der kann mir dann immer noch so und so viel Rosenkränze und Ave Maria und Vater Unser und was weiß ich nicht alles aufbrummen. Da bin ich immer noch nicht absolviert. Ja, das meine ich ja eben. Das war früher, früher war das ein Vertrag für eine gewisse Gegenleistung. Heutzutage ist es einfach eine allgemeingültige Steuer. Ja gut, aber auf der anderen Seite... Die für jeden gilt, der auch keine Leistung davon bezieht. Ja, auf der anderen Seite, Michael, hatten wir aber auch gelesen, zu Anfang dieser Lesung, dass
die Leute, dass die das Land der Kirche bewirtschaftet hatten, eben da auch ihren Teil für abdrücken müssten. Das war eben dann die Steuer von damals, plus die Ablässe obendrauf. Also es war früher niemals besser als heute. Nein, das möchte ich nicht, da wirklich, das möchte ich nicht unterzeichnen. Ich bezweifle, dass es jemals besser war, aber ja. Es ist heutzutage halt so, dass der Staat für die Kirche das Geld einzieht und das hat die Kirche damals ja noch selber machen müssen. Da hätte sie dann auch noch, da sind die Leute dann selber noch zu Pferde gekommen, haben gesagt, so, ich verkündige euch jetzt hier die Schriftrolle und ich denke, das ist heutzutage ja ein bisschen einfacher im digitalen Zeitalter, da wird ja jeder veranlagt. Das weiß ich nicht. Also der Staat war im Mittelalter bereits ein Vasall der Kirche und der Staat ist heute noch ein Vasall der Kirche, weil der Staat treibt ja die Steuern ein für die Kirche. Die Kirche selbst treibt die Steuern nicht ein. Die Kirchensteuer wird vom Finanzamt einbehalten. Ja, eben. Und dann an die Kirche bezahlt. Ja, aber damals ist ja der Tetzel noch selber rumgelaufen. Ja, ja, für die Ablässe. Für die Ablässe. Aber auch nur für die Ablässe. Ja, für den Sündenverkauf. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Diskussion. Der Punkt ist es war niemals besser. Damals nicht und heute auch nicht. Und die römisch-katholische Kirche wollte damals Geld haben und heute will sie immer noch Geld haben. Und sie kommt immer auf die ein oder andere Art und Weise an ihr Geld. Ich glaube, das können wir nun ganz sicher im Raum stehen lassen. Ne? Wie sie es auch anpackt, sie kommt an ihr Geld. Kommt ja dazu nicht nur die Kirchensteuer. Kommt ja dazu, dass die Einkommenssteuer auch zum großen Teil... Ja, natürlich. Aber die Kirchensteuer ist ja eine Leistung ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Ja. Und der Ablasshandel ist ja nun mal halt ein Vertrag zwischen der Kirche und zwischen dem Individuum für eine gewisse Leistung. Also beispielsweise für, was du eben gesagt hast. Ne? Ja, den Erlass der Sünde. Nur das Problem ist ja, die römisch-katholische Kirche kann keine Sünden vergeben. Und von daher ist das ja auch nur Luft, das dir verkauft wird. Also wo ja, natürlich, aber das wussten die Leute ja damals nicht, sonst hätten sie das Geld ja nicht bezahlt. Nee, das stimmt. Die wurden betrogen, aber das werden wir heute doch auch, oder? Da siehst du doch, wo wieder alles dasselbe ist. Wir wurden damals beschissen und wir werden heute betrogen. Stimmt doch, oder? Ja, aber damals waren wir dann irgendwie doch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ehrlicher, indem man gesagt hat, okay, das ist jetzt hier für die Jungfrau Maria, das ist jetzt hier für, keine Ahnung, ja, für Raub, Mord, Diebstahl und heutzutage ist es halt einfach, es ist halt einfach eine Steuer, die an keine Gegenleistung geknüpft ist. Darum ging es mir jetzt. Die Leute haben, glaube ich, in den letzten paar hundert Jahren begriffen, dass der Ablasshandel ein Betrug war. Und deswegen zieht die römisch-katholische Kirche ihn nicht mehr so offensichtlich durch wie damals. Ja? Lass uns darauf einigen, dass die Leute ein bisschen schlauer geworden sind in der Hinsicht und die Kirche sich neue Wege hat ausdenken müssen, um an ihr Geld zu kommen. Ja, vor allen Dingen durch die Reformation eben. Eben, ja, das ist ja natürlich der Hauptpunkt. Vor allen Dingen durch die Reformation, die wir ja auch noch sehen werden hier. Gut, also, der Ablassbrief. Schaut es euch an. Interessantes Dokument. Luthers 27. Punkt richtete sich gegen die Idee, dass Seelen aus dem Fegefeuer entfliehen würden, sobald Geld in die Kasten gegeben würde. In der Schlosskirche jedoch predigte Tetzel nicht. Warum nicht? Weil er sich da nicht hingetraut hat. Ablasspredigten waren in Wittenberg auch nicht erlaubt. Ah ja? War doch alles römisch-katholisch. Warum haben sie das denn da nicht erlaubt? Weil sie schon damals meinten, dass das mehr oder weniger Betrug ist. Doch viele der Leute von Wittenberg waren hingegangen, um Tetzel in Jüterborg, einer nicht weit entfernten Stadt, zu hören. Sieht man ja auch wunderbar diese Geschichte in den Luther-Filmen. Das wird ja da sehr gut rausgespielt auch. Luther begann sich gegen den Verkauf von Ablassbriefen auszusprechen und nach auch gegen Ablässe als solche. Er wurde in einer Bulle des Papstes Leo X. Für folgende Worte verurteilt. Zitat: Ablässe sind frommer Betrug. Angesichts der Gerechtigkeit Gottes helfen Ablässe denen nicht, die sie wirklich zum Nachlass der Strafe, die sie wegen ihrer aktuellen Sünde verdient haben, erwerben. Ende Zitat. Geld für Gebet lautet unser nächstes Unterkapitel. Die Reformation leistete gute Arbeit in der Enthüllung dieses bösen Brauches, Geld für Seelen im Fegefeuer zu geben. Heute wird den Leuten nicht mehr gesagt, dass man diese gequälten Seelen freikaufen kann. Trotzdem geht das Geben von Geldern Hand in Hand mit den Gebeten für die Toten. Ach so, hier habe ich ein extra PDF, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Oh, das habe ich bei der Vorbereitung heute anscheinend verpennt. Dann muss ich das mal eben sehen, dass ich das mal kurz aufmachen kann.
Also, trotzdem geht das Geben von Geldern Hand in Hand mit den Gebeten für die Toten. Da haben wir dann also ein schönes Schreiben von Papst Franziskus. Dann wollen wir doch mal eben sehen, wo wir das haben. Das müsste dann ja bei Babylon Mysterien Religion da drin sein. Deutsche Lesung. Wie nannte ich das? Schreiben von Papst Franziskus. Hier ist es doch. Sieh? Keine Panik. Jörg findet alles auf seinem Computer zurück. Manchmal dauert es nur ein wenig länger. Aber das haben wir jetzt auch gefunden. Dann schauen wir uns das doch mal weiter an. Dann lassen wir in der Zwischenzeit den Film natürlich nicht weiterlaufen, sondern wir sprechen jetzt hier über, das geht ja 6 Seiten lang, Schreiben von Antichrist Papst Franziskus, mit dem zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit der Ablass gewährt wird. An den verehrten Bruder Erzbischof Rino Fisichella, Präsident des Päpstlichen Rats zur Förderung der Neuevangelisierung. Nein, ich weiß nicht, ob dieser Fisichella verwandt ist mit dem Formel-1-Fahrer, aber ich nehme es mal stark an. Die Tatsache, dass das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit nunmehr bevorsteht, erlaubt mir, einige Punkte in den Blick zu nehmen, deren Behandlung mir wichtig zu sein scheint, damit die Feier des Heiligen Jahres für alle Gläubigen ein echter Moment der Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes sein kann. Steht hier kein Datum bei, ne? Ich meinte, das war 2017 gewesen oder so. Gab es doch dieses Jubiläumsjahr, das fing an im Oktober und ging bis Dezember das Jahr drauf oder sowas in der Richtung, wo die, all diese Pforten geöffnet waren. Muss da gewesen sein. 2016 war es, glaube ich, sogar. Jedenfalls fährt der Papst hier fort und sagt, mein Wunsch ist es, dass das Jubiläum eine lebendige Erfahrung der Nähe des Vaters sei, seine Zärtlichkeit gleichsam mit Händen greifen zu können, damit der Glaube aller Gläubigen gestärkt und so das Zeugnis stets wirksamer werde. Meine Gedanken gehen zuerst zu allen Gläubigen, die in den einzelnen Diözesen oder als Rompilger die Gnade des Jubiläums leben werden. Ich möchte, dass der Jubiläumsablass jeden als wirkliche Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes erreicht, der allen mit dem Antlitz eines Vaters entgegenkommt, der annimmt und vergibt, indem er die begangene Sünde vollkommen vergisst. Um den Atlas zu leben und zu erlangen, sind die Gläubigen aufgerufen, als Zeichen der tiefen Sehnsucht nach wahrer Umkehr einen kurzen Pilgergang zur heiligen Pforte zurückzulegen, die in jeder Kathedrale oder vom Diözesanbischof bestimmten Kirche und in den 4 päpstlichen Basiliken in Rom geöffnet wird. Das war ein ganz großes Fest, als es dann ging, dass sie all diese ganzen Tore da geöffnet haben. Ebenso lege ich fest, dass der Ablass auch erlangt werden kann in den Wallfahrtskirchen, wo die Pforte der Barmherzigkeit geöffnet wurde, sowie in den traditionell als Jubiläumskirchen ausgewiesenen Gotteshäusern. Es ist wichtig, dass dieser Moment vor allem mit dem Sakrament der Versöhnung und der Feier der heiligen Eucharistie einschließlich einer Reflexion über die Barmherzigkeit verbunden ist. Ja, also hier sprechen wir von der Feier der heiligen Eucharistie, das heißt das Nehmen des Abendmahls in der römisch-katholischen Kirche unter dem Dogma der Transsubstantiation, also dass ich akzeptiere, dass dieses Stück Brot durch die heidnischen, lateinischen Worte hoc est corpus enim meum, dieses Brot verwandelt wird in Körper und Seele, in Geist und Fleisch, und Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann kann ich an der Eucharistie nicht teilnehmen. Das meint die römisch-katholische Kirche auch immer, wenn sie spricht von der vollen Kommunion, ja, mit den Heiden oder anderen, die volle Kommunion teilen. Das ist die volle Kommunion, das, die Akzeptanz der Transsubstantiation. Und das ist eben hier auch mit bei. Und das Sakrament ist halt ein heiliges Werk. Ein heiliges Werk, nach Sicht der römisch-katholischen Kirche, wir wissen, dass die Bibel keine Sakramente vorschreibt. Es gibt keine Werke, die wir als heilig betrachten müssen hier auf dieser Erde, die für unsere Erlösung wichtig sind. Nur durch Gnade sind wir errettet. Also wir stoßen hier natürlich in jedem Satz auf die Falschlehre der römisch-katholischen Kirche. Nur noch mal eben dazu angemerkt von mir. Es wird nötig sein, fährt der Papst fort, dass diese Feiern das Glaubensbekenntnis ebenso umfassen wie das Gebet für mich und für die Anliegen, die mir am Herzen liegen, zum Wohl der Kirche und der ganzen Welt. Muss ich da jetzt wirklich drauf eingehen?
Es wird nötig sein, dass diese Feiern das Glaubensbekenntnis ebenso umfassen wie das Gebet für mich. Es ist also verpflichtet, für den Papst zu beten. Naja, darüber hinaus denke ich an all jene, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich sein wird, sich zur Heiligen Pforte zu begeben, in erster Linie an die Kranken und die alten, einsamen Menschen, die häufig das Haus nicht verlassen können. Für sie wird es eine große Hilfe sein, Krankheit und Leid als Erfahrung der Nähe zum Herrn zu leben, der im Geheimnis seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung den Königsweg aufzeigt, um dem Schmerz und der Einsamkeit einen Sinn zu verleihen. Mit Glauben und freudiger Hoffnung diesen Moment der Prüfung zu leben, indem sie die Kommunion empfangen oder an der heiligen Messe und am gemeinschaftlichen Gebet auch über die verschiedenen Medien teilnehmen, wird für sie die Weise sein, den Jubiläumsablass zu erlangen. Also kann man das ebenso gut über Twitter und Facebook und welche anderen Internetportale auch machen, wenn man nicht selbst dabei sein kann. Meine Gedanken gelten auch den Gefangenen, die die Einschränkung ihrer Freiheit erleben. Das Jubiläum war stets Anlass zu einer umfassenden Begnadigung. Also er nimmt hier jetzt Beziehung auf die biblische Regel, dass um die 50 Jahre eben alles erlassen wurde. Ja? Und dieses Jubiläumsjahr, das spricht er hier im Grunde auch an, dass die römisch-katholische Kirche sich hier zu eigen macht. Und das Jubiläum war also stets Anlass zu einer umfassenden Begnadigung, bestimmt für jene, die eine Strafe verdient haben, sich aber des begangenen Unrechts bewusst geworden sind und den aufrichtigen Wunsch haben, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern und ihren ehrlichen Beitrag zu leisten. Sie alle möge die Barmherzigkeit des Vaters konkret erreichen, der denen nahe sein will, die seine Vergebung am meisten brauchen. Den Ablass werden sie erlangen können in den Gefängniskapellen und jedes Mal, wenn sie durch die Tür ihrer Zelle gehen und dabei ihre Gedanken und ihr Gebet an Gott Vater richten. Möge diese Geste für sie den Durchgang durch die heilige Pforte bedeuten, denn die Barmherzigkeit Gottes, die in der Lage ist, die Herzen zu verwandeln, kann auch die Gitter in eine Erfahrung der Freiheit verwandeln. Wenn euch langsam schlecht wird von diesem römisch-katholischen Gequatsche, dann kann ich das verstehen. Ich lese es trotzdem weiter. Es ist mein Wunsch, sagt der Antichrist, dass die Kirche in dieser Zeit des Jubiläums den in den leiblichen und geistlichen Werken der Barmherzigkeit enthaltenen Reichtum wiederentdecken möge. Denn die Erfahrung der Barmherzigkeit wird sichtbar im Zeugnis konkreter Zeichen, wie Jesus selbst es uns gelehrt hat. Ja, konkreter Zeichen. Jesus hat gesagt, an ihren Taten, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die römisch-katholische Kirche, auch der Papst Franziskus, hier in diesem Papier, ist wunderbar damit, tolle Reden zu schwingen und niederzuschreiben und niederschreiben zu lassen. Aber die Tat bei dem Wort fügen, das habe ich ihn noch nicht tun sehen. Jedes Mal, wenn die Gläubigen eines oder mehrere dieser Werke selbst tun, Werke tun, ja? Ich muss da doch nicht mehr drauf eingehen, dass wir nicht durch Werke errettet sind. Werden sie sicherlich den Jubiläumsablass erlangen. Daraus ergibt sich die Pflicht, aus der Barmherzigkeit zu leben, um die Gnade der vollkommenen und umfassenden Vergebung durch die Kraft der Liebe des Vaters zu erlangen, der niemanden ausschließt. Es wird sich daher um einen vollkommenen Jubiläumsablass handeln, Frucht des Ereignisses selbst, das mit Glaube, Hoffnung und Liebe gefeiert und gelebt wird. Der Jubiläumsablass kann ebenso für Verstorbene erlangt werden. Also, hier haben wir wieder mal, wie es im Englischen so schreibt, ich kenne mal die deutsche Übersetzung, die Veneration of the Dead. Ja? Also das Erheben und das Kommunizieren mit den Toten. Ja? Der Jubiläumsablass kann ebenso für Verstorbene erlangt werden. Die Bibel sagt ganz deutlich, die Toten wissen nichts. Die liegen in ihrem Grab zu schlafen, bis zur Wiederauferstehung, entweder der Gerechten oder aber zum ewigen Gericht. Aber die Toten wissen gar nichts. Sie kann für die Toten überhaupt nichts machen. Aber die römisch-katholische Kirche lehrt natürlich anders. Und ebenso dieser Jubiläumsablass. Er kann ebenso für Verstorbene erlangt werden. Nicht nur für die Lebenden. Nein, man kann jedem helfen. Mit ihnen sind wir verbunden durch das Zeugnis des Glaubens und der Liebe, das sie uns hinterlassen haben. Die Bibel sagt, dass die Toten uns gar nichts hinterlassen. Ihre Gedanken, ihre Taten, alles wird vergessen werden.
wie wir ihrer in der Eucharistiefeier gedenken, also der Toten, so können wir im großen Geheimnis der Gemeinschaft der Heiligen für sie beten, damit das barmherzige Antlitz des Vaters von jeglicher Restschuld befreie und sie in nie endender Seligkeit an sich ziehen kann. Ein gravierendes Problem unserer Zeit ist sicherlich die veränderte Beziehung zum Leben. Eine sehr verbreitete Mentalität hat mittlerweile zum Verlust der persönlich und gesellschaftlich geschuldeten Sensibilität gegenüber der Annahme eines neuen Lebens geführt. Das Drama der Abtreibung wird von manchen mit einem oberflächlichen Bewusstsein erlebt, so dass sie sich über das schwerwiegende Übel, das ein solcher Akt mit sich bringt, fast nicht im Klaren sind. Ein bibelgläubiger Christ weiß, dass Abtreibung Mord ist und es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Viele andere dagegen, fährt der Papst fort, die diesen Moment zwar als Niederlage erleben, meinen keinen anderen Ausweg zu haben. Ich denke vor allem an alle Frauen, die eine Abtreibung haben durchführen lassen, also die mit anderen Worten die Sünde des Mordes begangen haben. Ich weiß um den Druck, der sie zu dieser Entscheidung geführt hat. Ich weiß, dass dies eine existenzielle und moralische Tragödie ist. Ich bin sehr vielen Frauen begegnet, die in ihrem Herzen die Narben dieser leidvollen und schmerzhaften Entscheidung trugen. Da müssen wir uns einmal von bewusst sein, dass die meisten Gründe der Abtreibung deswegen sind, weil die Kinder unerwünscht sind, weil die Frauen genauso wie die Männer Unzucht betreiben, was eben schon mal biblisch gesehen eine Sünde ist. Wenn die Unzucht aus der Welt wäre, würde es viel weniger ungewünschte Schwangerschaften geben und von daher auch keine Abtreibung. Aber das ist vielleicht Thema für eine eigene Sendung mal. Was geschehen ist, ist zutiefst ungerecht, sagt der Papst weiter. Und doch, nur wenn man es in seiner Wahrheit versteht, ist es möglich, die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Vergebung Gottes für jeden Menschen, der bereut, kann diesem nicht versagt werden. Besonders, wenn er mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen das Sakrament der Vergebung empfangen will, um Versöhnung mit dem Vater zu erlangen. Ich kann nicht jedes Mal auf die falsche Lehre der römischen katholischen Kirche hier eingehen, in den Sätzen, die der Papst schreibt, aber wir wissen, dass durch das Sakrament, dass das Sakrament der Vergebung, dass es das nicht gibt, und dass ich Vergebung nur bekomme, wenn ich meine Sünden aus freiem Herzen Jesus Christus beichte und er mir für diese Sünden vergibt, wenn ich wirkliche Reue zeige, wenn ich dadurch dann auch von Heiligen Geist nicht nur in Besitz genommen werde, sondern geleitet werde dazu. Das ist wahre Vergebung und diese Vergebung kann ich nicht innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die nicht christlich ist, erlangen. Ja? Und schon gar nicht mit einem Sakrament. Ja, also, die Vergebung Gottes für jeden Menschen, der bereut, kann diesem nicht versagt werden, besonders, wenn er mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen das Sakrament der Vergebung empfangen will. Das Sakrament der Vergebung ist wieder einmal natürlich hier die Eucharistie. Auch aus diesem Grunde habe ich ungeachtet gegenteiliger Bestimmung entschieden, für das Jubiläumsjahr allen Priestern die Vollmacht zu gewähren, von der Sünde der Abtreibung jene loszusprechen, die sie vorgenommen haben, und reuigen Herzens dafür um Vergebung bitten. Also, nicht Gott vergibt die Sünden, sondern jeder Priester bekommt vom Antichristen persönlich die Vollmacht. Ja? Der Priester bekommt vom Antichristen selbst die Vollmacht, um Sünden zu vergeben. Jesus Christus kommt dir nicht zum Spiel und der Vater Gott kommt dir nicht zum Spiel und der Heilige Geist kommt dir nicht zum Spiel. Also, man lässt die Gottheit, die alles geschaffen hat und alles geregelt hat hier, vollkommen beiseite. Es ist der Papst, der die Macht hat und diese Macht als Vollmacht jedem ordinierten Priester in seiner Kirche weitergibt. Von Gott im Himmel, von Jesus Christus oder vom Heiligen Geist kein Wort. Der Papst hat die Macht. Aus diesem Grunde habe ich ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen entschieden. Das erinnert mich an eine der Lieblingsstellen aus der Bibel von Michael. Lukas Kapitel 4, wo der Teufel Jesus Christus verführt und ihm die Königreiche dieser Welt zeigt. Und sagt, all das will ich dir geben, denn es ist mir gegeben, es zu geben, wem ich will.
Aus diesem Grund habe ich der Papst entschieden. Das ist genau das Gleiche, wenn man da mal drüber nachdenkt. In anderen Worten, ja, aber es ist genau dasselbe. Es ist derselbe Geist. Und es war Satan, der Jesus da verführt hat. Also, welcher Geist spricht denn hier aus dem Mund des Papstes, wenn er solche Dinge schreibt? Ja? Aus diesem Grund habe ich, ungeachtet gegenteiliger Bestimmung, also egal, was die Bibel oder sonst was sagt dazu. Ja, Michael, gerne. Sag mal was. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass der Teufel Jesus verführt hat. Er hat ihn versucht, er hat halt den Versuch gestartet, aber er kann ihn natürlich nicht verführen. Weil du hattest gerade gesagt, er hat ihn verführt. Also bin ich gegen. Verstehst du, der Unterschied ist, versucht heißt, es ist bei einem Versuch geblieben, aber verführt hieße jetzt für mich, dass er erfolgreich gewesen wäre. Vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber ich denke, ich glaub, meine Wortwahl war vielleicht ein wenig unglücklich. Natürlich hast du recht. Gott, Jesus Christus kann nicht verführt werden vom Teufel, aber der Teufel hat ihn doch versucht in der Wüste. Also, ja, genau. Deswegen heißt es auch die Versuchung Jesu Christi. Jetzt muss man sich da einfach mal vorstellen, als normal denkender Mensch, also der ich ja nicht bin, weil ich kriege ja überall Ärger, wie dreist Satan, also vormals Lucifer ist, und seinen eigenen Schöpfer versucht zu verführen. Ja, die Dreistigkeit musst du erst mal leisten. Ne? Naja, guck doch an, wie dreist der Teufel, der Papst hier ist, der sich die Macht des Gottes anmaßt und sagt, ich habe das entschieden. Ja, das ist doch ganz deutlich, dass er hier sich selbst zum Gott erhebt, in diesem Satz hier. Ja, 2. Thessaloniker, ne? Klar. Ja, ganz, ganz deutlich. Ja, ja gut, die Wortwahl war dann vielleicht verkehrt, er hat Jesus versucht, nicht verführt. Ja. Das ist schon richtig. Er hat versucht, ihn zu verführen. Ja, ist alles schwierig. Ja. Schwierig, wenn man zu viel Sprache unterwegs ist. Ich wollte es halt einfach nicht auf Band lassen. Das ist so. Nein, das ist ja richtig. Der Punkt ist ja der. Der Teufel konnte das ja nur tun, weil Jesus Christus im Fleisch war. Weil Jesus Christus zu dem Zeitpunkt 100% Mensch war und 100% Gott war, zugleich. Ja? Er war auch Mensch. Und der Teufel hat natürlich versucht, den Menschen Jesus Christus zu verführen. Ein Mensch ist verführbar. Aber da der Mensch Jesus Christus gleichzeitig 100% Gott war, war das natürlich ein Unternehmen, das von Anfang an dem Scheitern verurteilt war. Aber der Teufel meinte halt, dass er hiermit eine Schwäche bei Gott erkannt hat. Dass der sich überhaupt herabgelassen hat aus dem Himmel. Und herabgelassen hat, Fleisch zu werden, wie seine Kreation. Das war für den Teufel anscheinend so unglaublich, dass er meinte, dann werde ich doch mal versuchen, den jetzt zu verführen. Ja, und daran sieht man doch meiner Meinung nach auch, dass der Geist wieder über dem Körper steht. Dass selbst wenn der Körper extrem schwach ist, wenn der Geist extrem stark ist und der Geist in dem Sinne von Gott ist, also weil Jesus Christus ja Gott im Fleisch ist und deswegen den Geist Gottes hat, dann triumphiert der Geist sogar über einen Körper, der halt völlig ausgemergelt ist oder der halt verführbar wäre. Aber der Geist triumphiert dann schon wieder über das Fleisch. Ne? Also der Geist steht immer über der Materie. Das ist ja damit meiner Meinung nach ausgesagt. Ne? Und im Lukas-Evangelium steht es leider nicht. Aber wenn ich einen Schritt weitergehe, dann könnte ich sogar sagen, dass mit der Versuchung von Jesu Christi in der Wüste durch Satan, also durch den Widersacher, damit auch der Gottesbeweis erbracht worden ist, denn im Matthäus-Evangelium steht dann drin, in Kapitel 4, Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und Engel würden niemals einem Menschen dienen in der Hierarchie. Engel sind Boten Gottes und dienen nur Gott. Engel würden einem Menschen nur dienen, wenn Gott sie dazu beauftragt. Ja. So, und deswegen in dem Moment, wo Engel dazukommen und ihm dienen, ist eigentlich schon für mich zumindest klar, dass, also es steht leider nicht im Lukas-Evangelium, sondern es steht jetzt im Augenblick im Matthäus 4, 11, ist für mich eigentlich klar, dass da Jesus Status dem Teufel gegenüber auch klar gemacht wird. Und auch natürlich auch den Jüngern klar gemacht worden ist. Ah, guck mal, hier sogar Engel kommen hin und dienen ihm. Dann ist er halt derjenige, der halt öffentlich quasi dann, oder diese Engel bezeugen quasi die öffentliche Mission, die er hat. Ne? Dann ist er der Gesalbte. Ja, genau. Ne? Der Christus. Ne? Ja, genau.
Ganz richtig. Deswegen ist es ja auch ein interessanter Punkt, den du hier anholst, Michael, dass du sagst, das steht in Matthäus und nicht in Lukas. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, alle vier Evangelien zu lesen, weil in allen vier Evangelien zwar das Gleiche steht, aber nicht auf die gleiche Art und Weise geschrieben. Immer aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Gesichtspunkt heraus. Deswegen wird die Sache in Matthäus anders beschrieben, als sie in Lukas beschrieben wird. Wenn man dann aber Matthäus und Lukas beide gelesen hat, dann kann man das, die Weisheit, die man daraus zieht, weil Weisheit ziehen wir nur aus der Schrift, ja, mal eben ganz deutlich gesagt, kann man die Weisheit, die man daraus zieht, eben machen, dass man die zwei Dinge zusammenpackt und dann eben auch gegeneinander hält und dann eben die Essenz daraus holt. Und genau das ist das, was mit Bibelstudie im Grunde gemeint ist. Ja? Ja, und die Bibel gegen die Bibel halten und Informationen daraus holen durch die Leitung oder durch die Führung des Heiligen Geistes. Ja, ja, und das widerspricht sich ja vor allen Dingen auch nicht. Ne? Das heißt, wenn Jesus dann zu dem Zeitpunkt seines Wirkens auf dieser Erde dann halt mit mehreren Jüngern beispielsweise getrennt voneinander gesprochen hat, dann mag der eine das aufgeschrieben haben und der andere das aufgeschrieben haben. Ja, und deswegen widerspricht sich die Bibel nicht. Sie ist halt einfach nur, sie muss halt einfach interpretiert werden und geistig beurteilt werden. Und das ist halt eine Sache, die kann man halt nicht mal eben so machen teilweise. Aber ich habe noch keinen Widerspruch in der Bibel gefunden. Und das ist das Erstaunliche überhaupt. Also es steht beispielsweise auch in Markus Kapitel 1, Vers 9 bis 13. Vers 13 heißt, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also, ne, da hast es da nicht so ausführlich, aber du hast es da halt, die Botschaft selber ist halt dieselbige, nur mit anderen Worten halt, ne, und halt nicht so ausführlich. Aber du hast es dann halt auch im Markus zum Beispiel drin. Also, ja. So viel dazu. Ja, nur eben noch zu dem Punkt, dass du meinst, die Bibel muss interpretiert werden. Nein, man muss die Bibel immer sich selbst interpretieren lassen. Man muss die Bibel immer sich selbst erklären lassen. Und wenn man etwas in einem Evangelium liest und man versteht es vielleicht nicht, von daher finde ich eigentlich ganz positiv, deswegen hole ich auch immer Lukas Kapitel 4 an, was du so gerne hast. Mhm. Ich fand immer Matthäus sehr schön, aber wenn man die beiden... Aber wenn man die beiden nebeneinander stellt, man liest die beiden, dann bekommt man noch viel besseres Verständnis dafür. Und dann erklärt sich die Bibel wirklich selbst. Weil in Lukas steht ja geschrieben, dass der Teufel sagt, denn mir sind die Königreiche gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Das steht in Matthäus nicht drin. Ja, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt aus Matthäus zu lesen noch ein Verstandsproblem habe, dann muss ich halt einfach nur weiterlesen. Und in Lukas kriege ich auch immer die Erklärung davon, warum kann der Teufel denn jemandem überhaupt diese ganzen Dinge anbieten. Ja, und das ist dann das, was ich wirkliche Bibelstudie nenne. Die Bibel sich selbst erklären lassen. Nicht du erklärst mir das, wie das da drin steht, oder ich erkläre das jemandem, wie es da drin steht, sondern die Bibel erklärt es selber. Es gibt ja noch ein anderes wunderbares Beispiel, ein wenig später in der Bibel, im Buch der Offenbarung. Da steht ja in Kapitel 17, dass die Hure an vielen Wassern sitzt. Und was die Wasser sind, das wird dann später erklärt, in dem selben Kapitel. Ich meine, in Kapitel 17 oder Kapitel 18 steht dann eben drin, die Wasser sind eben... Multitude of Nations. Ja, ne? Ja, eine Nationen, Sprachen, Zungen und Massen von Menschen oder was. Ne? Mhm. Da wird das dann auf einmal erklärt. Zu Anfang verstehe ich das. Ich muss eben weiterlesen und dann sehe ich, wie die Bibel sich selbst erklärt. Und das ist das Schöne auch am Evangelium. Wenn man nur ein Evangelium liest, dann bekommt man eine wunderbare Botschaft mitgeteilt, aber die volle Botschaft, mit anderen Worten die volle Breitseite, kriegt man erst, wenn man alle vier gelesen hat, nämlich Matthäus, ja. Lukas, Markus und Johannes. Das meinte ich jetzt eigentlich mit interpretieren, weil im Prinzip ist es ja dadurch, dass du verschiedene Zeugen hast, also verschiedene Zeugnisse hast, die du miteinander dann halt kombinieren kannst. Du schulst ja dann, die Bibel ist ja somit das einzige Buch, was das Transferdenken dann halt auch schult, was uns ja abgelernt wird. Ja? Wir kriegen halt, deswegen wollen sie ja nicht, dass wir die Bibel lesen, ja. Ja, ja, natürlich, aber das hast du ja im normalen Biologiebuch nicht, da steht dann eine Sache drin und dann heißt es ja, das ist dann jetzt die Wahrheit. Aber in der Bibel hast du halt die Sache aus verschiedensten Perspektiven und diese Perspektiven widersprechen sich nicht. Und das ist normalerweise ja bei Menschen, die fehlbar sind, die halt fehlerbehaftet sind, die sündig sind, ja normalerweise der Fall, dass dann halt irgendjemand sagt, naja, ich mache das jetzt mal so und ich schreibe das jetzt mal so oder ich tue das dazu und ich lasse das dann da weg. Aber sie widersprechen sich nicht. Das ist der Punkt. Ja, richtiger Punkt, ja. So, ich will jetzt noch eben weiterlesen, dass wir diesen Artikel hier des Papstes eben uns durchlesen können. Aber wie gesagt, ich fand das hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um eben bei stillstehen zu bleiben.
auch aus diesem Grund, sagt der Antichristi aus seinem eigenen Mund, Papst Franziskus, habe ich, ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen, entschieden. Ich habe entschieden, Priestern die Vollmacht zu gewähren, die Sünde der Abtreibung die Menschen, die die Sünde der Abtreibung begangen haben, sie loszusprechen davon. Die Priester mögen sich auf diese große Aufgabe vorbereiten und die Worte der echten Annahme mit einer Reflexion zu verbinden wissen, die hilft, die begangene Sünde zu begreifen. Ebenso sollen sie auf einen Weg zu echter Umkehr verweisen, um die wahrhaftige und großherzige Vergebung des Vaters verstehen zu können, der durch seine Gegenwart alles erneuert. Nun habe ich noch mal eine Frage für diejenigen, die jetzt gleich wieder einen dämlichen Kommentar unter das Video schreiben. Warum spricht der Papst hier von der Sünde der Abtreibung? Warum spricht er nicht von der Sünde des Mordens? Warum schreibt er nicht ganz klar, diejenigen, die Mord begangen haben, spreche ich davon los? Von der Sünde der Abtreibung lese ich in der Bibel nicht. Dass aber Abtreibung Mord ist und dass ich nicht töten soll, das steht in der Bibel. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist das absolut perfekte Beispiel für römisch-katholische Sophistrie und Kasuistik. Genau das, was wir hier in diesem Satz lesen. Eine abschließende Überlegung gilt den Gläubigen, die aus verschiedenen Gründen die von den Priestern der Bruderschaft des heiligen Pius X. Betreuten Kirchen besuchen. Dieses Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit schließt niemanden aus, außer Heretiker und Ketzer natürlich, Protestanten. Von verschiedener Seite haben mir einige bischöfliche Mitbrüder vom guten Glauben und der guten sakramentalen Praxis dieser Gläubigen berichtet, allerdings verbunden mit dem Unbehagen, in einer pastoral schwierigen Situation zu leben. Um das jetzt zu verstehen, muss man sich ein wenig mit der Bruderschaft des Pius X. beschäftigen. Da haben wir jetzt heute nicht die Zeit zu. Das überlasse ich dann mal euren eigenen Studien. Dann versteht ihr das noch besser. Ich vertraue darauf, sagt der Antichrist weiterhin, dass in naher Zukunft Lösungen gefunden werden können, um die volle Einheit mit den Priestern und Oberen der Bruderschaft wiederzugewinnen. Ja? Also das ist dann eine Bruderschaft, die sich von der römisch-katholischen Kirche auf eine Art und Weise entfernt hat, die dem Papst anscheinend nicht gefällt, genauso wie die orthodoxe Kirche sich ja auch von der römisch-katholisch-westlichen Kirche entfernt hat. Aber wie gesagt, macht dazu eure eigenen Untersuchungen. Bewegt von der Notwendigkeit, dem Wohl dieser Gläubigen zu entsprechen, bestimme ich in der Zwischenzeit in eigener Verfügung, dass diejenigen, die während des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit das Sakrament der Versöhnung bei den Priestern der Bruderschaft St. Pius X. empfangen, gültig und erlaubt die Lossprechung von ihren Sünden erlangen. Also wieder einmal macht der Papst hier seine eigenen Gesetze. Ich bestimme, sagt er. Auf die Fürsprache der Mutter der Barmherzigkeit vertrauend. Das ist hier die Dame, die ihr hier in diesem Bild seht. Ja? Das ist die Mutter der Barmherzigkeit, das ist die Jungfrau Maria, das ist die Himmelskönigin, auf die sich der Papst beruft. Auf die Fürsprache der Mutter der Barmherzigkeit vertrauend empfehle ich die Vorbereitung dieses außerordentlichen Jubiläums ihrem Schutz. Aus dem Vatikan, 1. September 2015, Franziskus. Ja. Ich hätte da mal eine Frage. Soweit zu diesem Thema und die Lesung Babylon, Mysterien, Religion nehmen wir nächstes Mal hier bei Geld für Gebet dann wieder auf. Und deswegen überlassen wir jetzt eben nochmal Bruder Michael eine letzte kleine Bemerkung. Bitteschön. Ja, jetzt hast du das Bild gerade weggemacht. ich habe jetzt nur die Bemerkung, ist die Dame wenigstens geimpft, weil da ist ein gefährliches Gifttier unter ihr. Ich weiß nicht, ob man sich gegen Schlangen impft. Ja. Wer so wissen möchte, was so fünfzackige Sterne bedeuten, den würde ich jetzt gerne mal unsere Gender-Agenda, vor allen Dingen Folge 4 und Folge 5, ans Herz legen. Deswegen wollte ich mich nur gerade so zu Wort melden. Ja, schön. Hm? Hier sind ein bisschen kleiner. Ja, richtig. Ja. Ist ja auch in Ordnung, Michael. Ich danke dir recht herzlich für deinen Beitrag. So ist das ja immer ein klein wenig mit dir zumindest damit bei eine interaktive Lesung. Ja? In der Hinsicht, dass ich mich mit dir auch noch ein bisschen beschäftigen kann. Die anderen trauen sich ja noch nicht. Das kommt vielleicht noch mal irgendwann, wenn sie meinen, da auch etwas Sinniges beitragen zu können. Ich fand es sehr schön, dass wir uns hier ein wenig ausgetauscht haben. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich das in einem durchlesen könnte. Auf der anderen Seite, tja, so ist das eben.
Ich hatte übersehen, dass ich hier noch ein extra PDF hatte und die 6 extra Seiten haben gesagt, nee, das Kapitel 9 lesen wir nächstes Mal wahrscheinlich dann zu Ende. Wo es dann mit diesem Thema weitergeht, um diesen ganzen päpstlichen Betrug im Grunde. Ne? So hieß ja, glaube ich, auch das Video, also das englische Video von Anfang an. Das hatte ja den Titel Religious Fraud, religiöser Betrug. Ne? So heißt es im Englischen. Hier nochmal eben das Bild eingeblendet. Und hier haben wir Religious Fraud, den Titel des 9. Das Buch hatte ich ja 2015 in Englisch gelesen. Das ist schon eine Weile her. Aber wie gesagt, von daher herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit heute zur 10. Lesung der Babylon Mysterien Religion von Ralph Woodrow. Ich hoffe, es hat euch geholfen, zu einem besseren Verständnis zu kommen in vielerlei Dingen. Und wenn ihr ernste, seriöse, also ernste meine ich vor allen Dingen ernst gemeinte, seriöse Fragen habt zu Dingen, die hier besprochen wurden, dann könnt ihr sie gerne in der Kommentarsektion des Videos schreiben und ernst gemeinte Fragen beantworte ich immer. Da werde ich mir immer die Zeit für nehmen. Das finde ich auch ist wichtig bei diesen Videos, dass man nicht nur Lesungen macht und den Leuten probiert, die Dinge zu erklären, sondern auch, wenn noch offene Fragen sind, dass man sich die Zeit nimmt, diese zu erklären dann. Nur erwartet von mir da keine seitenlangen geschriebenen Kommentare. Dafür mache ich genug Lesungen, wo man sich da über die meisten Fragen auch informieren kann. Jedenfalls freue ich mich, euch hoffentlich bei der nächsten 11. Lesung dieses Buches Babylon Mysterien Religion in 14 Tagen wieder begrüßen zu können. Und bis dahin überlasse ich euch euren eigenen Gedanken, die ihr dann vor allen Dingen hoffentlich an der Bibel spiegeln könnt, wenn ihr die Bibel lest. Und deswegen mein Aufruf, wie immer, lest eure Bibel. Maranatha.